Herr Burger, aktuell, ich kenne keinen Bürgermeister, der nicht im Krisenmodus ist. Worauf kommt es bei Ihrer täglichen Arbeit derzeit an? Ja, das wird darauf ankommen und kommt darauf an, dass wir uns jeden Tag auf die Lage neu einstellen, weil sich ja jeden Tag was ändert. Ganz aktuell, gestern Verwaltungsgerichtsentscheidung, die 800 Quadratmeter Regel ist gekippt. Auch großflächiger Einzelhandel darf öffnen, allerdings nur 800 Quadratmeter. Wie gehen wir damit um? Thema heute im Krisenstab. Viele Regeln, viele Maßnahmen, viele Lockerungen auch. Wie sehen das die Bürgerinnen und Bürger in Buchen? Differenziert. Es gibt vulnerable Gruppen, Menschen mit Vorerkrankungen, die sind in tiefer Sorge. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die sich da vielleicht etwas weniger Sorgen machen. Das ist eine individuelle Geschichte, aber bisher sind wir, glaube ich, ganz gut durch die Krise gekommen. Das öffentliche Leben kehrt so langsam zurück, dennoch die Gastronomie leidet sehr darunter. Was muss ich vor allen Dingen in diesem Bereich tun, dass die Katastrophe da nicht noch schlimmer wird? Ja, wir brauchen sicherlich auch dort angepasste Konzepte. Daran arbeitet im Moment der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband mit der Landesregierung. Wie die aussehen, das weiß ich nicht. Wir haben ja da auch schon viele Veränderungen gehabt, insbesondere bei Eisdielen. Wann darf man Eis mitnehmen, wann darf man keins mitnehmen? Aber wir brauchen einen Lösungsansatz für die Gastronomie. Nur über die Theke verkaufen zubereiteter Speisen wird nicht gehen. Dauer. Ende des Monats kommen Bund und Länder natürlich wieder zusammen, beraten, wie es weitergeht. Was wünschen Sie sich? Was soll da rauskommen, auch für die kommenden Wochen? Wir dürfen auf der einen Seite sicherlich nicht gefährden, das, was erreicht worden ist. Diese Reproduktionsrate, die ist ja unter 1 aktuell. Und jetzt macht sich die Politik zu Recht Sorgen, dass die Lockerungen das, was man erreicht hat, verspielt. Ich denke, wir brauchen Antworten, beispielsweise für die Gastronomie. Aber wir dürfen auch nicht so locker lassen, dass wir das, was erreicht worden ist, gefährden. Und insofern behutsam vorgehen, ist mein Rat. Wie haben Sie sich persönlich an die Lage angepasst? Ja, da geht es mir wie jedem anderen auch. Ich hatte über Ostern einen kurzen Urlaub in einem Hotel geplant. Der hat so nicht stattgefunden. Ich bin stattdessen wandern gegangen. Und natürlich hat sich mein Arbeitsalltag verändert. Es sind vermehrt die internen Besprechungen, die Arbeit am Schreibtisch, die mein Leben bestimmt. Repräsentationstermine finden nur selten statt. Die waren vorher bei mir an der Tagesordnung. Es ist zumindest einer leichten Entschleunigung, was die Termine angeht, gekommen. Hat auch sein Gutes. Herr Burger, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich schicke Grüße natürlich auch nach Buchen. Alles Gute für Sie und natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger. Bleiben Sie gesund. Sie auch. Dankeschön. Danke.